Die Gangart ist nicht mehr so flüssig, das Lächeln aber ungekünstelt wie eh und je. Aufrecht und mit sonnigem Gemüt blickte Königin Elisabeth II. Im engsten Kreis ihrer Familie vom Balkon des Buckingham-Palastes den Höhepunkten ihres 70. Thronjubiläums entgegen. Als da wäre Trooping the Colour, die traditionelle Militärparade inklusive Flypast der Royal Air Force und Salutschüssen der Kavallerie. Aber nicht nur das Militär, auch die Untertanen huldigten der Oberbefehlshaberin der britischen Streitkräfte. Hunderttausende Schaulustige drängten sich auf den Straßen im Umfeld des Buckingham-Palastes. 4 Tage Jubiläumsfeiern bedeuten auch 4 Tage royalen Ausnahmezustand. Viele Länder werden unabhängig, aber wir haben immer noch unsere Monarchen, wir haben immer noch unsere Königin. Das ist eine wunderbare, eine wertvolle Sache, die jedes Land haben sollte. Als sie Königin wurde, versprach sie, ihr Leben unserem Land zu widmen, und sie hat dieses Versprechen eingelöst. Landesweit wird das historische Ereignis mit unzähligen Straßenfesten begangen. Der Flughafen Heathrow wurde vorübergehend geschlossen, denn in London war an diesem Donnerstag nur eines wichtig: die 70 muss stehen.